Scharfe Soße, keine Zwiebeln. Das können Sie als Kunde alles selbst entscheiden, wenn Sie ein Sandwich im Schnellrestaurant Subway bestellen. Die Filialen dieser Kette sprießen nur so. Bald 35.000 weltweit. Und damit mehr als bei McDonald's. Möglich ist die schnelle Expansion auch durch das Prinzip der Franchise-Nehmer. Doch wer Subway-Partner werden will, gibt allein schon stolze 12,5% seines Umsatzes ab. Thomas Münten und Heiko Rahms zeigen, wie ehrgeizige Subway-Planer neue Gastronomen ködern, ihnen illusionäre Erfolge versprechen und sie dann auch schon mal auspressen und fallen lassen. Steffen Berger ist zum ersten Mal wieder im sächsischen Meißen. Hier hat er bis 2009 ein Subway-Restaurant betrieben. Berger war Franchise-Nehmer bei dem amerikanischen Konzern. Heute steht sein Laden leer. Der Traum der Selbstständigkeit hielt gerade einmal 2 Jahre. Von Anfang an verlor er Geld, schließlich auch sein Haus war dann finanziell am Ende. Das Einzige, was mich einigermaßen motiviert hat, das waren meine Leute. Das war ein super Team. Die haben bis zum Ende durchgezogen, aber ein täglicher Kampf ums Überleben. Über 200.000 Euro investierte Berger in seinen Laden. Davon ist nichts mehr übrig. Das Restaurant lief einfach nicht. Die Subway-Zentrale aber verlangte unerbittlich ihren Anteil. So wie Berger waren viele überfordert, scheiterten. Der Ahrensburger Rechtsanwalt Dr. Christian Prasse betreut mehr als 130 solcher Fälle. Die meisten sind eigentlich ausgebrannt, fertig. Es gibt mehrere Fälle, wo Leute danach in Spezialkliniken behandelt werden mussten, weil sie psychiatrisch erkrankt waren, obwohl sie zuvor keine solche Erkrankung hatten. Nicht häufig gehen die Ehen kaputt. Die Leute verlieren, weil sie ja meist auch Bankkredite haben, in einigen Fällen ihre Häuser und stehen vor dem Nichts. Wir wollen die Geschäftspraktiken näher prüfen, geben uns als Interessenten für eine Subway-Filiale aus und drehen mit versteckter Kamera. Mit 20.000 Euro Eigenkapital seien wir dabei, erklärt man uns. Gastronomische Erfahrungen seien nicht erforderlich. Der Subway-Mann präsentiert einen Geschäftsplan. Nebenkosten wie Miete und Personalkosten werden nicht berücksichtigt, so werden die Gewinne immer höher. Schon bei 15.000 Euro Umsatz im Monat bleiben als Profit 5.000 Euro vor Steuern. Allerdings sind vorher 12,5% vom Umsatz abzuführen. 12,5% vom Umsatz finde ich unangemessen für den deutschen Markt allemal. Auch generell ist es etwas, das man unternehmerisch eigentlich nicht vertreten kann. Wer das Ziel hat, seine Existenz unternehmerisch durch so ein Vorhaben zu gestalten, der ist damit eigentlich direkt zum Scheitern verurteilt. 5% vom Gewinn hingegen wäre eher marktüblich in Deutschland. Ein Filialleiter hat erfahren, was Subway in der Realität bedeutet. Der Mann will nicht erkannt werden. Er erzählt uns, wie sein Alltag aussieht. Angestellte kann er sich schon lange nicht mehr leisten. Jetzt steht er allein hinter der Theke. Über 12 Stunden, jeden Tag. Dazu kommen Buchhaltung, Putzen und die Einkäufe. Das macht rund 100 Wochenstunden. Ich habe kaum Zeit zu schlafen. Subway bestimmt mein ganzes Leben und dazu kommt, dass ich kein Geld für mich übrig behalte. Subway nimmt mich total aus. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich den Vertrag nie unterschrieben. Subway setzt voll auf Expansion. Rund 650 Filialen gibt es heute in Deutschland. Nicht genug für den Konzernchef Fred De Luca. Der Milliardär hat ehrgeizige Ziele. Doch so richtig gut läuft es nicht, erfahren wir bei unserem Gespräch. Der Subway-Mann gibt zu, dass der Umsatz sinkt und viele Filialen pleite gegangen sind. Wir haben im letzten Jahr rund 100 neue Restaurants aufgemacht, aber genauso viele mussten wir schließen. Die Franchise-Verträge hat Subway raffiniert ausgeklügelt. Kommt es zum Streit, ist der Gerichtsstand Amsterdam. Selbst deutsche Verträge sind nach niederländischem Recht abgefasst. Obendrein müssen die Franchise-Nehmer einen Vertrag mit vielen Unbekannten unterschreiben. Denn auch das 2000 Seiten dicke Betriebshandbuch ist Vertragsbestandteil, wird aber von Subway vertraulich behandelt. Wir fragen nach. Schriftlich heißt es, Zitat:
Die Aushändigung des Franchise-Handbuches erfolgt daher allgemein nicht mit Unterzeichnung des Franchise-Vertrages, sondern immer erst nach Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist. Der Franchise-Partner hat aber die Möglichkeit, bis zur Aushändigung Einblicke in das Handbuch zu bekommen. Man muss ja bedenken, dieses Franchise-Handbuch bekommt man ja erst Wochen oder Monate, nachdem man den Franchise-Vertrag abgeschlossen hat. Das heißt, man weiß gar nicht, was man letztendlich für einen Vertrag unterschrieben hat. So werden im letzten Kapitel gleich 25 Gründe aufgeführt, wann Subway den Franchise-Vertrag einseitig kündigen kann. Zum Beispiel, Zitat: Sie versäumen, sich an die Richtlinien und Vorgaben des aktuellsten Betriebshandbuchs zu halten. Die aber werden laufend verändert. Der Franchise-Nehmer hat kaum eine Chance, da mitzukommen. Bei unserem Bewerbungsgespräch fragen wir abschließend, was eigentlich passiert, wenn wir mit unserem Laden Probleme bekommen. Die Antwort: Wir helfen sofort. Wir suchen gemeinsam nach den Gründen und denken uns Lösungen aus. Auch eine spezielle Marketingkampagne ist möglich. In der Praxis sieht das manchmal anders aus, hat unser Franchise-Nehmer erfahren. Als klar war, dass mein Laden nicht so gut läuft, hätte ich Unterstützung gebraucht. Eine Werbeaktion oder die Erlaubnis, Produkte einzuführen, die zum Standort passen. Doch von Subway kam nichts. Die wollen nur ihre Gebühren haben. Mehr interessiert die nicht. Subway bestreitet das. Schriftlich heißt es, Zitat: Für die laufende Systemgebühr erhält der Franchise-Partner neben einem erprobten Marken- und Unternehmenskonzept eine fortwährende Unterstützung im Auf- und Ausbau seines lokalen Unternehmens. Das halten Kritiker und Betroffene für leere Versprechen eines Unternehmens, das auf seine Franchise-Nehmer wenig Rücksicht nimmt. Es ist ein radikal-kapitalistischer Kurs, es ist Abzocke, es ist meiner Ansicht nach etwas, von dem ich als Wirtschaftswissenschaftler und natürlich auch als Unternehmer abraten würde. Ich würde das nie machen. Ich kann jedem raten, das nicht zu tun. Steffen Berger hat mit dem Thema Subway abgeschlossen. Illusionen macht er sich keine mehr. Ein skrupelloses, turbokapitalistisches Unternehmen. Einzig und allein zur Geldvermehrung des Gründers Fred Lucker gedacht. Vom Traum der Selbstständigkeit ist Steffen Berger nichts mehr geblieben. Er ist jetzt wieder angestellt und fährt Taxi. Start small, finish big. So heißt der Leitfaden für erfolgreiches Wirtschaften von Subway-Gründer Fred DeLuca. Klein anfangen, groß rauskommen, doch die Realität ist häufig eher Ruin.